Ja, hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV und heute heißt das Thema Optionshandel trifft Markttechnik. Ich habe einen Gast, der Mario ist heute bei mir und wir unterhalten uns heute mal. Also, wir sind hier in Usedom, in Heringsdorf auf Usedom, heißt ja in einem Hotel, gerade eine Woche Seminar gemacht. Und als ich die Seminaranmeldung mir durchgeschaut habe, ist mir aufgefallen, der Mario hat sich angemeldet. Der Mario ist auch ziemlich bekannt, denn er ist ein sehr bekannter und auch, glaube ich, ziemlich gut gebuchter Coach in Deutschland. Und du bist ja Markttechniker. Ja, genau. So, Mario, was hat dich denn als Markttechniker, der eigentlich mit Aktien unterwegs ist, der mit Futures unterwegs ist, was hat dich denn bewogen, zu einem Optionsseminar zu fahren? Das ist eine gute Frage. Dadurch, dass ich ja nicht nur kurzfristig engagiert bin, sondern auch langfristig unterwegs bin, suche ich natürlich immer nach Möglichkeiten, auch im langfristigen Bereich Strategien zu finden, mit denen man zusätzlich gute Performance erreichen kann. Okay. Wir wollen jetzt natürlich nicht hier irgendwie so eine große Werbebotschaft draus machen, so nach dem Motto, sagen wir, dass das ein tolles Seminar war, sondern einfach mal, wenn du, du bist ja auch schon lange dabei, du bist auch sehr erfolgreich in deinem Handel, was du machst. Was hast du denn jetzt in der Woche für Schnittpunkte gefunden? Also wo du sagst, das ist das, was es in meinem Handel, Markttechnik und im Optionshandel gibt. Was sind die Schnittpunkte, was erfolgreiches Handeln insgesamt ausmacht? Ja, erfolgreiches Handeln ist natürlich, dass man sehr diszipliniert agieren muss und dass man einen guten Tradingplan haben sollte beim Traden. Und Schnittpunkte sind auf jeden Fall da, dass man zu bestimmten Situationen halt sehr gut agieren kann. Man muss halt die Ruhe bewahren beim Traden. Mhm. Und du hast natürlich sehr gute Strategien vorgegeben, mit denen man agieren kann, gerade wenn die Vola zum Beispiel sehr hoch ist, wo es dann beim Aktientrading manchmal etwas schwierig ist mit den Stops, wo man dann aber eine gute Alternative hat. Mhm. Stichwort Volatilität. Für uns als Optionshändler ist der Volatilität was enorm wichtig ist. Wie ist das im markttechnischen Handel? Welche Rolle spielt da Volatilität? Also Volatilität ist im Prinzip immer was Gutes, weil man auch dann sehr viele gute Geschäfte machen kann. Es kann nur manchmal zu Problemen im Stop-Bereich führen und da sind natürlich Optionsstrategien dann besonders gut. Mhm. Jetzt ist ja so diese allgemeine Meinung, wenn es im Markt besonders hektisch wird, dann sollte man draußen bleiben, man sollte nur handeln, wenn es ruhig ist. Ich bin ja ganz anderer Meinung, sondern ich sage, wenn es richtig hektisch wird, wenn die Volatilität anspringt, dann sind die guten Zeiten eigentlich. Ich glaube, du siehst das ähnlich, oder? Also ich sehe das ganz genauso. Also gerade je nachdem, auf welcher Zeiteinheit man unterwegs ist, aber je höher die Volatilität ist, desto größer sind auch die Chancen, die wir haben, große Gewinne machen zu können. Mhm. Also gerade auch in kurzen Zeiteinheiten ist natürlich gerade zur Markteröffnung, wo eine hohe Vola ist, wo viele glauben, da ist es schlecht zu traden, gerade dann kann man aber die größten Gewinne erzielen. Okay. Woran liegt das, dass man gerade da die meisten Gewinne machen kann? Was glaubst du, was passiert da am Markt oder was passiert mit den Händlern, die da unterwegs sind? Warum kann denn erfahrener professioneller Händler da gerade Geld verdienen? Der private Trader neigt natürlich sehr schnell dazu, wenn es negative Nachrichten gibt, so eine Kurzschlussreaktion zu machen. Mhm. Der erfahrene Händler weiß aber in der Regel, was danach passiert und kann daraus eigentlich seinen Profit ziehen. Okay. Letzter Punkt. Wenn du machst ja jetzt auch Coachings, du hast viele Kunden gecoacht, einige sind davon Berufshändler geworden, also sie haben das zu ihrem Beruf gemacht. Ganz allgemein, wenn du sagen müsstest, was macht einen guten Händler aus, was unterscheidet denjenigen, der es versucht und nie auf den grünen Zweig kommt und zu demjenigen, der sagt, ich mache jetzt eine Ausbildung, versuche nicht mehr, sondern mache, was macht so einen erfolgreichen Händler aus, wie schafft es jemand, dauerhaft profitabel zu sein, egal ob es jetzt als Beruf macht oder ob es einfach so macht. Also ich glaube, der erste Schritt ist eigentlich den du vorhin schon gesagt hast, indem man sich das so sieht, dass es eine Ausbildung ist und dass man nicht glaubt, ich mache das jetzt einfach und es wird schon irgendwie funktionieren. Ich denke, man muss da sehr diszipliniert rangehen, sich am besten einen guten Coach suchen, ein gutes Seminar vielleicht noch dazu und dann aber eine mittel- bis langfristige Betreuung machen. Dann schafft man es auch, erfolgreich zu werden. Ja. Mittel- bis langfristige Betreuung, Zeitraum? Ja, ich würde sagen zwischen 6 und 12 Monate. Okay. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, er möchte ernsthaft Trading machen, es ist ja jetzt auch egal, ob man Optionshandel macht, ob man Markttechnik macht, ob man Daytrading macht, du hast schon gesagt, man braucht einen vernünftigen Coach, einen, der es einem vormacht, der es einem zeigen kann und dann letztendlich ist auch, glaube ich, ein bisschen Glück, in welcher Sparte man dann landet, was zu einem persönlich passt. Aber wie lange braucht man, du sagst profitabel werden, vielleicht so nach 6, 12 Monaten ungefähr, um dann wirklich sagen zu können, jawohl, jetzt bin ich ein wirklich
so auf wahrer Hände, dass mir eigentlich kaum noch etwas am Markt etwas anhaben kann. Ja, ja, also, wie war es bei dir? Also ich selber, als ich angefangen habe, bin ich natürlich in einer guten Marktphase gestartet, 1998, wo die Märkte natürlich alle nach oben gelaufen. Es war sehr einfach zu traden. Ich habe dort in 4 Jahren es geschafft, mein Konto sehr schnell von 10.000 auf 1 Million zu traden. Das ist heute überhaupt nicht mehr möglich aus meiner Sicht. Von daher, ich habe 2001 dann den Einbruch mitbekommen, da war es auch sehr schwer zu traden zu der Zeit. Du bist wieder auf 10.000 zurück. Nein, ich habe wirklich nur von oben 15% verloren und habe dann den Stop-Loss gehabt und habe mir dann auch einen Mentor gesucht, der mich dann über 3 Jahre begleitet hat. Okay, also so 3 Jahre ungefähr, das 3 Jahre wirklich intensives Arbeiten, um letztendlich den langfristigen Weg des Erfolges zu haben. Ja, ich denke, wenn man ein halbes Jahr bis ein Jahr intensiv miteinander arbeitet und sich dann vielleicht jede Woche oder alle 14 Tage einmal kurz schließt, um zu gucken, okay, wo läuft es gut, wo läuft es nicht so gut, um dann aber dann tatsächlich nach 2 bis 3 Jahren sagen zu können, okay, jetzt bin ich eigentlich gewappnet für den Markt und kann profitabel agieren. Okay. Das war's heute hier mit dem Mario. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir miteinander sprechen, sondern wir haben uns hier ein bisschen unterhalten, wir haben ein paar Ideen ausgetauscht. Da kommt noch einiges auf euch zu, deswegen bleibt dabei, abonniert diesen Kanal. Schaut auch mal auf den Kanal von Mario, ich verlinke den hier unten drunter, also schaut einfach rein, abonniert den, denn auch da gibt es zum Beispiel, du machst regelmäßig eine Tageseinschätzung, eine Wochenendschätzung für die Woche, glaube ich. Genau, immer einen Wochenausblick am Wochenende, also montags, mittags ist er spätestens online. Okay, also schaut euch den an, da könnt ihr wirklich was lernen. Ich habe ihn auch schon abonniert und wir sehen uns hier wieder im nächsten Video. Bis dahin, servus, macht's gut, bye bye. Tschüss.